Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Euer Alex meldet sich zurück mit dem Projekt Cold Winter. Diesmal wieder ein Ego-Shooter. Der zweite, glaube ich, bisher. Ja. Und in diesem Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Andrew Sterling, einem Geheimagent. Oder man könnte auch sagen ehemaligen Geheimagent, da werden wir noch genau hinterkommen. Und ja, das Tolle an diesem Spiel finde ich mal wieder die Synchronisation. Das ist ja immer so ein Steckenpferd bei mir. Also unsere Hauptfigur wird gesprochen von Martin Kessler. Und wem das jetzt nichts sagt, das ist die deutsche Synchronstimme. Zum Beispiel von Vin Diesel oder auch von Nicolas Cage. Und die finde ich genial, die Stimme, und passt auch super hier in dieses Spiel. Und immer wenn ich ihn höre, dann habe ich wieder so das Gefühl, ich bin gerade bei Fast and Furious oder bin bei, was weiß ich, das Vermächtnis der Tempelritter. Irgendwie so in dem Bereich, ne? Also, ich mag die Stimme halt sehr. Und unsere Kollegin ist eine gewisse Kim, deren Nachname mir entfallen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den kennen. Und die wird gesprochen von Franziska Pigula. Das ist die deutsche Stimme von Gillian Anderson. Alias Dana Scully zum Beispiel von Akte X, ne? Ja, das ist mal so grob vorweg. Die genaue Geschichte, die werden wir dann noch im Laufe des Spiels natürlich erfahren. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Und ja, wie gesagt, den Rest erfahrt ihr dann so nebenbei. Ich kann noch mal eben erwähnen, wir haben heute den ersten Weihnachtstag 2011, zumindest jetzt, wo ich aufnehme. Ich weiß natürlich, dass ihr das jetzt später guckt. Von daher wünsche ich jetzt keinem frohe Weihnachten. Das würde das blöd kommen. Na, guckt ihr das irgendwann im Sommer. Aber zumindest heißt das, dass ich zurzeit Urlaub habe. Deswegen bin ich ein bisschen entspannter und ich hoffe, dass wir ein schönes Let's Play hier zusammen erleben. Das letzte Projekt, was ich hatte, war ja etwas aufregend und aufwühlend. Das war ja Resident Evil Outbreak. Aber jetzt soll es ein bisschen entspannter zugehen. Cold Winter von 2005, wie ich gerade gesehen habe. Von Sierra. Ich glaube, dass auch die Half-Life-Spiele von Sierra sind. Habe ich mal reingeguckt früher, aber da bin ich nicht so reingekommen, weiß ich nicht. Das hat mir nicht so zugesagt. Cold Winter. So, das ist unsere Hauptfigur. Andrew Sterling. Ja, der wird uns gleich auch erzählen, worum es genau geht, wenn wir dann gestartet haben. Wir werden gleich erstmal ein Profil erstellen. Ich habe eben kurz schon mal reingeschnuppert, wie das so funktioniert, und ich wollte mal gucken, was für einen Namen ich uns geben kann, der da noch reinpasst, ne? Und ich denke, wir werden uns ganz einfach Flattermann nennen. Dann weiß ich, dass das unser Let's Play-Spielstand ist. Wobei das natürlich wieder hier keinen Spielstand gibt, es ist natürlich leer, ne? Das habe ich, sage ich, betone ich ja immer. Und nebenbei, diese Hintergrundmusik hier, die finde ich auch schon wieder sehr episch, um es mal so zu sagen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Spielen. Ja, das ist so ein vorgegebenes Profil Sterling. Das ist halt hier unser, ja. Den nehme ich jetzt einfach mal. Warum soll ich ein neues Profil erstellen? Aber ich gehe jetzt direkt auf Profil bearbeiten und gebe uns einen anderen Namen. Wie ich eben schon gesagt habe. Ich mache da jetzt Flattermann draus. 85 passt leider nicht mehr dahinter. Das könnt ihr euch dann denken. Okay, machen wir das mal. Halt, halt. So, mit den Tasten habe ich es nicht immer so. Flotte. Sehr schön. Gehen wir auf OK. Okay. Ich glaube, Modell. Ach, guck, das ist Kim. Das ist unsere Partnerin. Ah, sie kann schon ein paar Sachen anwählen. Kim 2. Mhm. Sterling 3. Aber sieht ganz cool aus. Jo. Ist ja krass. Wir können also schon so ein paar Sachen hier anwählen, womit das auch immer zusammenhängt. Das ist eigentlich unser Auftraggeber. Jede Menge Leute, die wir eigentlich erst im Verlauf des Spiels kennenlernen. Na egal. Ja, ist mir eigentlich auch Wurst, wen wir da nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich guck gerade, ob mich gerade einer. Ich nehme einfach die erste Figur und das ist gut. Zielhilfe lasse ich mal ein, ich weiß auch nicht. Warum nicht? Neigung umkehren, das ist Spielportion. Ich lasse den ganzen Kram mal so, wie es hier standardmäßig eigentlich drin ist. So. Okay, dann nehmen wir doch dieses. Was ist das jetzt? Ignorieren, speichern? Speichern ist schon okay. Sonst bringt das Ganze ja nichts. Cold Winter Daten überschreiben. Ist da doch schon was drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt auf Ja. Habe ich denn vorhin gespeichert, als ich hier kurz reingeguckt habe? Muss ich ja wohl, sonst wäre da jetzt ja nichts drauf. Egal.
Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Flattermann. Neues Spiel. Jawoll. Normal, Veteran, Elite. Oha. Wir machen normal, oder? Ne, Amateur auf keinen Fall. Wir machen normal. Ein bisschen Anspruch ist nie verkehrt. So, jetzt wird, glaube ich, die... Hier sind deine Befehle. Ziel, Andrew Sterling. Ja. Einsatzort, Gefängnis für politische Gefangene in Chang, Provinz Changsha, China. Dienstagnacht ist für unseren Jungen die letzte im Zellentrakt vor der Hinrichtung am Neujahrstag, also mach es schnell und schmerzlos. Geh rein, hol ihn raus und tu, was nötig ist. Hinterlass keine Beweise, keine Spuren, keine Aufzeichnungen. Dieser Job muss ordentlich erledigt werden. Über Neujahr wird das Gefängnis nicht allzu schwer bewacht, daher sollte es kein Problem sein, dort einzudringen. Aber unterschätzt die Einrichtung nicht. Chang hat nicht ohne Grund den Ruf, das schlimmste Gefängnis auf dem chinesischen Festland zu sein. Es ist korrupt und gnadenlos. Vermeide nach Möglichkeit unnötige Opfer. Ende. Ja, dieser Auftrag galt jetzt nicht uns, deswegen war ich etwas verwirrt eben. Dieser Auftrag galt Kim, die uns jetzt praktisch aus dem Gefängnis befreien soll. Warum wir da gelandet sind und so, das erklärt euch jetzt unsere Hauptfigur selbst. Ich drücke jetzt auf Fortsetzen und dann kommt das Einleitungsvideo, sag ich jetzt mal. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wollen wir mal gucken. Aber er lädt erst nochmal. Gut, bleibe ich noch bei euch. Nein, jetzt geht's los. Ein Wort. Information. Hat man sie selbst, setzt man am Hebel. Hat die andere Seite sie, luchst man sie ihr ab. Das ist wie ein globales Murmelspiel. Informationen gehen von Hand zu Hand. Gestohlen, gegeben, getauscht, verloren, gefunden. Wer am Ende des Spiels die meisten Murmeln hat, der gewinnt. Ganz einfach. Mein Name ist Andrew Sterling. Mein Spiel ist vorbei. Prisoner! Los doch, Mann! Okay. Nein, nichts. Also keine Deals. Aha. Möglich. Ist praktisch erledigt. Um 6. Okay. Man sieht sich. Kim. Mann, Andrew, das sieht schrecklich aus. Kann ich mir denken. Psst, wir müssen schnell sein. Schau hoch ins Licht. Ja, an dieser Stelle können wir jetzt praktisch uns lenken und bewegen. Und wir müssen halt jetzt erst als erster Auftrag hier unten in diese Taschenlampe reingucken, die da... andersrum. Die da ist. So. Da. Gut.
Jetzt folge ihm hierher. Jawohl. Und nach unten. Da. Hierher. Verarschst du mich? Alles klar. Keine Spur von Gehirnerschütterungen oder Hirnschäden, die nicht schon da waren. Charmant. Du hast dich nicht verändert. Psst. Wir müssen uns beeilen. Hier. Kleidung, ein Medipack, Ohrhörer, eine 9mm mit Schalldämpfer, eine Datenbombe. Du bist ein Engel. Weiß ich. Pack zusammen, dann können wir gehen. Gut. Ich habe echt genug von Changs Gastfreundschaft. Okay. Wir müssen als erstes jetzt unser Medipack nehmen, indem wir hier noch links lenken. Mit dem Steuerkreuz, wohlgemerkt, nicht mit dem Stick. Ah. Jawohl. Ah. Siehst doch schon besser aus. Axel. Wir treffen uns auf dem Flur. Ich erkläre alles. Gut. Bevor wir ihr folgen... Ich nicht, wir haben wenig Zeit. Ja, ich also weiß. Beeil dich, ja. Ja. Ich will mal eben mich ein bisschen umgucken. Ein bisschen wieder an die Lenkung gewöhnen. Also guck mal, wir können hier so eine Spülbecken betätigen. So kleine niedliche Sachen nebenbei hier. Toiletten können wir spülen. Das ist auch so ein Zwang von mir. Wenn ich eine Toilette sehe, muss ich die meistens spülen. Das geht nicht anders. Was ist hier? Ein Eimer. Wir können Gegenstände greifen. Und dann können wir entscheiden, ob wir die wieder fallen lassen oder ob wir die eventuell werfen. Dann sieht das so aus. Da. Also wir können mit Gegenständen um uns schmeißen. Wir können auch so eine Betten oder so Schränke, wenn wir die sehen, hier Deckung schaffen zum Beispiel. Oder wir können die einfach umkippen. So, zack. Dann können wir uns da ducken und dann haben wir hier eine schöne Deckung. Wir können das Ganze dann ziehen und mitnehmen. Dann können wir uns praktisch in Deckung so davon schlängeln. Also es ist schon sehr cool gemacht. Wo ist meine Waffe? Achso, ich habe das Teil immer noch in der Hand. Haha, ich habe das Bett immer noch hinter mir. Cool. Also, ja, ihr wisst ja schon mal ungefähr, wie das ab... Ja. Das macht sie ja schon wieder Stress. Und hier hinter der Tür, glaube ich, ist nichts. Sehr gut. Da. Diese Dokumente, die hängen überall rum. Das ist so ein kleiner Nebenauftrag. Select-Taste. Guck. Da können wir jetzt gucken. Jetzt irgendwo ist hier ein Bildschirm, wo diese Dokumente aufgelistet sind. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Da, offizieller Brief. Das könnten wir uns jetzt alles durchlesen, wie wir das von Resident Evil auch kennen, aber das mache ich nicht alles. Wichtig ist für mich nur, dass ich alle finde. Das ist immer so ein kleiner Nebenbonus, das hätte ich ganz gern. Mal sehen, ob ich das schaffe. Und hier können wir Gegenstände kombinieren. Da seht ihr so leicht angedeutet, was das werden kann, obwohl das steht da rechts auch. Das werden Dietriche, die können wir uns basteln. Dazu müssen wir praktisch einen Drahtschneider finden und mehrere Metalltrichter. Und im Laufe des Spiels können wir uns halt noch andere Gegenstände zusammenbasteln. Bomben und, was weiß ich, so, Zeitbomben und, ja, alles Mögliche. Da kommen wir dann später noch zu. Hier trennen wir uns. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Ah ja, deine Handschrift nehme ich an. Bedauerlich, aber unvermeidbar. Ich suche seine Taschen, ob er was Nützliches bei sich hat. Und ich habe noch einen anderen Job in Chong. Genau wie du. Dieser andere Job? Standardvorgehensweise. Such den Serverraum im ersten Stock, lösch deine Unterlagen und lade dann die Datenbombe in deiner Tasche hoch. Sie breitet sich rasch aus und vernichtet so gut wie alles in ihrem Netzwerk. Nachdem wir draußen sind, soll dich keiner mehr finden können. Wenn du fertig bist, bringe ich dich raus. Bleib über die Ohrhörer mit mir in Kontakt. Verstanden. Wir treffen uns am Haupteingang des Komplexes. Viel Glück. Ja, vielen Dank. Da geht sie dahin. Ich könnte ihr nochmal den Arsch schießen. Passiert leider nichts, okay. Ja, wir können Leichen durchsuchen. Die haben öfter mal ganz nützliche Sachen dabei. Hier kommen wir noch nicht rein, da brauchen wir einen Schlüssel. Und wir waren nochmal nachladen, Moment. Ah ja, Quadrat. Gut, ja. Also bahnen wir uns jetzt unseren Weg hinaus aus diesem Gefängnis. So, können wir da rein? Halt Maul. Kommen wir nicht rein. Aber hier sind Kisten, die können wir natürlich zerschlagen. Die können wir auch aufschießen. Aber ich denke, zerschlagen ist immer besser. Ich weiß nicht, ob wir genug Munition bekommen. Das ist immer so eine Sache. So, da können wir wahrscheinlich auch nicht rein. Nein, wir können nirgends hier rein. Kaputt hauen können wir alles. Ja! Komm her. Ich brauche Munition. Oh, da ist ein Typi. Der steht, der sitzt da am Tisch. Jetzt nicht mehr. Ja, au. Holt er? Ja, ich. Ja, ist nie in die Hand.